Hallöchen Leute und willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part haben wir den ganzen Tempel des Himmelsblicks abgeschlossen. Uns steht nur noch der Boss bevor und diese Tür wollen wir jetzt öffnen. Zwang. Zwut. Weil die Schlüssel muss man separat selber drehen halt alles. Alles muss man selber machen. Ich merke gerade, die Klappe von meiner Wii-Verbindung ist gar nicht richtig zu. Das, daran könnte das liegen, dass er sich ausgeschaltet hat. Ups. Was man alles bemerkt, wenn man nicht aufs Spiel guckt. Ja, muss ich im nächsten Part machen. Was zum Teufel? Wer bist denn du? Sieh an, wen haben wir denn da? Ich dachte bereits, mein kleiner Wölbchen hätte dich in Stücke gerissen. Ah, nicht, dass dies irgendetwas ändern würde, ein Kind wie du. Das Einzige, was mich interessiert, ist Zelda, deren Präsenz ich noch durch dieses Tor spüre. Ich habe diese heilige Göre aus ihrer Wolkenkuckucksheim gerissen. Hier herab zu mir und mein Schergen. Du warst das? Oh, wie unhöflich von mir. Wie es scheint, habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen, Unwürdiger. Ich bin der Dunkelfürst, dessen Namen das Erdlicht sogar die ganze Welt im Ehrfurcht erstarrt ist. Girahim. Ich nenne ihn auch oftmals Girahomo. Für dich feierlich. Freilich Fürst, Girahim. Merk dir meinen Namen, so wird er der Letzte sein, den du hörst. Na wirklich? Dann kriegst du jetzt aufs Maul. Doch, was ist das? Wagst du, kleiner Wisch, etwa mich herauszufordern? Ja, so ein bisschen. Das Mädchen soll sich doch längst schon in meinen Händen befinden. Doch dann muss diese schmähliche Gärtlingerin die Köche auf den Platten treten und sie mir entreißen. Mein Kleiner, kannst du dir vorstellen, was ein Fürst wie ich auf dieser Schmach empfindet? Wut! Wäschliche, rasende Wut! Mein blaues Buch kocht vor Zorn. Wo ist er hin? Weißt du noch, was es mich in diesem Moment gelüstet? Nach einem Opfer, an dem ich meinen Zorn auslassen kann. Handschatten, das heißt gereicht, ist ein Steilbursch wie du einem Fürst wie mir nicht zum Gegner. Ich werde dich daher nicht töten. Nein, ich werde dich nur so zerrichten, dass du den Rest deines Lebens an mich denken wirst. Alter! Don't do this! Don't rape me! Du bist kein Zelda-Zombie! Ach wirklich? Bist du ja so süßer. Dunkelfürst Girahim. Wie ihr schon bemerkt, er hat die ganze Zeit seinen Finger. Seine Hand geht unserem Schwert hinterher. Das heißt, wenn ich es so schlagen würde, würde er mein Schwert aufhalten. Der muss man immer gucken, wo die Hand nicht ist. Verdammt. Vorführeffekt! Die Hand zum Beispiel, wenn ich mache jetzt so. Na, der Zeit bewegt sich seine Hand nach da. Jetzt denkt er, ich greife da, aber ich greife von der anderen Seite an. Getrollt. The hell. Willst du dich nicht verteidigen oder so? Nee? Okay. Dann nicht. Dann kriegst du halt weiterhin von mir aus die Schnauze. Du. Fail. Hier! Yeah! Ah, jetzt wäre ich aber wild. Oh. Ja, ein Schwert bekommen. Schwitz! Okay, komm, schieß doch. Ha! Vergiss es. Ich kenne deine Muster. Zack. Zelda. Okay, jetzt so. Bams. Komm schon. Hey, hey, hey. Was zum... Was ist? Ach, weitermachen oder was? Oh, gib doch endlich auf, Girahim. Zack.
Das war dumm von dir. Das weißt du auch selber, oder? Ach, scheiße! Also wirklich? Nun, für ein Kind hast du ganz brauchbar gekämpft. Aber bitte nichts drauf ein. Du sollst lieber dein Schwert danken. Also das mit der Wiefern kriegt mich gerade dezent auf. Deswegen... Oh, okay. Okay, Moment. Da muss ich kurz was abändern, weil das geht so nicht. Schon viel besser. Gobe. Na sei. Ja, steck den Landschaft falsch herum rein. Ich hab mich wohl zu lange mit dir abgegeben, ihre Präsenz schwindet. Hier gibt es nichts mehr für mich. Lebe wohl, Himmelskind. Ich lass dich gehen, aber komm mir kein zweites Mal in die Augen. Wag es nicht noch einmal! Okay. Herzcontainer! Ich finde die Herzcontainer-Form übrigens hier ziemlich schön. Die ist auch im neuen Smash Bros. Drin. Wer hätte das gedacht? Erster Boss. Down! Du hast ein Herzcontainer erhalten. Deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Swing! Ah, ja. 7 Herzen. Ich finde das ziemlich schlecht, dass man hier mit 6 Herzen startet. Ja. Aber was will man machen? Zelda Wind Waker HD spielen. dum. So. Hier war also Zelda. Ha. Huh. Ganz schön schöner Ort hinterm Tempel. Einfach so ein schöner Ort hinterm Tempel zu haben, ist doch was Cooles. Hm. Nasen-Aids. So, aber das Ding da aktivieren wir jetzt noch nicht. Erstmal möchte ich wissen, ob man jetzt hier schon das heilige Wasser herkriegen kann für später. Was später sehr nützlich sein wird. Und außerdem ist hier hinter ein Artefakt der Göttin. Und für einen 100% Run ist sowas wichtig. Swang. So, das will ich jetzt mal wissen. Kann man das hier schon kriegen? Nein, das ist gewöhnliches Wasser. Ach ne, das war glaube ich bei den Feen. Dann gucke ich jetzt mal. War das das hier? Nein. Okay, man kann es noch nicht kriegen. Dann fangen wir uns jetzt noch eine Fee ein. Okay, das was ich natürlich machen wollte, wäre für später nützlich gewesen. Hätten wir nicht schon mal in den Tempel später gemusst. Aber so müssen wir es halt. Kann man nichts gegen tun. So. Zack und zack. Swong. Blitklong. Aber Zelda war nicht mehr hier. Verdammt. No Zelda for us. Aber wir haben den Tempel wenigstens abgeschlossen. Swoo. Vorher, was willst du denn jetzt von mir? Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nur übersetzen, hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Die heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereist die 2 heilige Orte. Die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlandes. Die nächste heilige Stätte, die Quelle des Erdlandes, liegt in Eldin, dem Land des Feuers. Dort weilt nun die heilige Maid, dem göttlichen Auftrag folgend. Okay. Ach, oh, guck mal, eine neue Steintafel. Wow. Du hast die Rubintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Okay, da müssen wir jetzt wohl weiter, oder? Ja, Mann. Swoo. Nasen-Aids. Ist das beste Aids? Nicht. Gebieter, wie ich gerade übersetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zum nächsten Quell in Elden begeben. Was mit den anderen Prozent? Nun ja, weiß nicht. Wie sie sich fortbewegt, ist allerdings unklar.
Aber wenn wir die soeben gefundenen Steintafeln zum Podest im Wolkenhort bringen, dann wird vermutlich ein neuer Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Ich empfehle, die Statue vor dem Tempel zu verwenden, um ins Wolkenmeer zurückzukehren. Okay. Dann verlassen wir den Tempel. Ja, einfach so. Tempel. Tempel fertig. Speichern wir. Ja. Tief im Wald. Dup, 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 dup. Ah, guck mal, das ist ein süßer Q. Hey, ich bin's. Hast du deine Freundin jetzt schon gefunden? Leider nicht. Das ist schade, aber wenigstens scheinst du zu wissen, in welche Richtung sie gegangen ist. Endlich habe ich meine Freundin alle wieder gefunden. Vielen Dank, mein Freund. Mach's gut und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Wer warst du nochmal? Okay, zurück ins Wolkenmeer. Zack. Drum. Splish. So. Zack. Weil jetzt kann ich euch auch endlich zeigen, was es mit den Artefakten der Göttin auf sich hat. Wenn du die in der Welt verstreuten Artefakte der Göttin mit deinem Himmelstrahl triffst, wird Energie freigesetzt, Gebieter. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Ja, da sind nämlich zwei Kisten. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Ist mir egal, Fei. Ich empfehle diese Orte genauer zu untersuchen. So, den werden wir doch genau untersuchen. Aber, das war der falsche Knopf. Hier habe ich immer ein Siegellicht. Weil diese Insel später noch, weil die Insel auch noch eine Sidequest sein wird. Warte mal, wir haben keine leere Flasche mehr. Ich muss eine Fee vielleicht freilassen. Ach komm schon. Ah, ne, du bist scheiße, jetzt muss ich so fliegen. Ach, wo ist das 7-Meilen-Segel aus Wind Waker HD? Wo ist der 7-Meilen-Vogel? Schneller, Birdie. Ich muss jetzt nur überlegen, welche Kiste ich öffne. Ich glaube, die Kiste da oben, das sind 300 Rubine. Also hier oben. Ja, ja, ich weiß, welchen Parashal öffnen muss. Das, die sind nämlich eigentlich auch schwarz. Geil. Ja, Max Rubino. Zack. Deine Geldbörse ist voll. Geil, wa? Ich möchte dich darauf hinweisen, dass du keine weiteren Rubine mehr tragen kannst. Und hier war, glaube ich, eine neue Abenteuertasche drin. Du hast einen Abenteuer vergrößert. Ja. Zwang. Geil. Dann müssen wir jetzt erstmal eine Fee freilassen. Weil wir starten jetzt auch eine Sidequest, die sich aber weit über längeren hinzieht. Über weit. Dum, 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 dum. Oh, Herzteil. Needed. Give me the heart piece. Give me the heart of peace. Dup, dup, dup. Um dieses Herzteil zu kriegen, müssen wir den Kronleuchter natürlich irgendwie zerstören. Auch wenn das der Besitzer nicht, dem Besitzer nicht gefallen wird. Zack. Ah, nee. Knacks. Oh, scheiße. Was glaubst du eigentlich, was du da umtreibst? Was sofort das runterkommst. Nein. Also, danke fürs Herzteil. Ich bin dann mal weg, ne? Hey, du glaubst doch nicht, dass ich dich so einfach gehen lasse, Arschloch. Ich wollte mich doch... ich will mich doch umdrehen. Ah. Was siehst du, was du angerichtet hast? Ich hätte die Rubine nicht erwähnen sollen. Das ist voll deine Schuld. Der Kronleuchter. Ah, ich sag doch mal selbst zu dir. Weiß Bescheid. Gummi, was sei? Das dürfte nicht wahr sein. Was hast du getan? Mein handwerkliche Kronleuchter ist komplett ruiniert.
Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in ihr Runde steckt, abzahlt ist. Natürlich. Nur ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut. Wie wär's, wenn du als erstes dem Schwertmeister, dem Wolkenmann, meine Suppe bringst? Er gehört zu unserem Stamm gestern und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also wirst du ihm die Suppe bringen? Klar. Sehr schön. Hier hast du etwas höheres Kürbissuppe. Bring sie dem Schwertmeister aber hoch, genau. Worauf wartest du? Innerhalb von 5 Minuten kühlt sie ab. Eine Suppe, Sache noch kleiner. Er will sie heiß haben, weiß Bescheid. Ja, tut mir leid, da war eben ein Herzteil drauf. Ich meine, sowas lässt man sich schon nicht entgehen. Nein, sowas lässt man sich nicht entgehen. So gar nicht. Wo ist denn der Wolkenhort? Der ist da. Okay, komm her, Birdie. Fliegen wir mal schnell zum Wolkenhort. Umbringen dem Schwertmeister sein Süppchen. So. Und diesmal kriegen wir aber den Turboschub, oder? Jawoll! Sind wir schon fast am Wolkenhort angekommen. Aber wir landen natürlich an der Ritterschule, weil wir es können. Ich frage mich, wer braucht bitte schon 5 Minuten von da bis zum Wolkenhort? Und dann zur Ritterschule zu gelangen. Niemand! Außer man trödelt herum. Ich meine, sobald man eine Sidequest hat, geht man auch immer sofort zu dem nächsten Ort, wo man die abgeben muss. Also so mache ich das immer. Ob jemand das auch so macht, ich weiß nicht. Ich halte es nur für normal. Ey, ich hab Süppchen für dich. Hey, Lolle, willst du immer? Das ist doch nicht etwa meine heißgeliebte Kürbissuppe. Der Besitzer der Kürbisbar hat dich gebeten, mir etwas davon zu bringen. So ist es. Na dann, hör damit! Klar! Geil! Ah, ja. Oh, jetzt kann ich die Flasche spülen gehen. Einfach lecker. Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie so richtig heiß ist. Ah, geil. Gut gemacht. Bitte richte den Besitzer der Kürbis bei meinen Dank aus. Ja, werden wir ein andermal machen. Nicht sofort. Da wir die Zeitquest jetzt eh noch nicht fortführen können. Können wir sonst eigentlich schon mal den neuen Schild kaufen? Oder ist da so ein Nope? You won't get this new shield today. Müssen wir natürlich erstmal wieder hier runter. So. Treppe runterlatschen. Hat sich eigentlich irgendwas im Wolkenhort aktiviert? Eine Truhe oder so? Weil wir haben doch drei Stück, ja. Nee, die waren alle im Wolkenhort. Ich war ein Dumm. Tut mir leid. Gehen wir kurz zum Basar und gucken nach. Kann man schon ein Eisenschild kaufen? Jawohl. Eisenschild. Gib mir das Ding doch einfach. Nee, interessiert als für ein Eisenschild ist noch Rubis, das ist die Wand von Holz. Selbst lohnende Flammen kann diesen Prachtexemplar nicht ausmachen. Das war doch eine Rubine. Her damit. Ba-ba-da-da-da. Hörst du auf, wenn hoch und runter zu gehen, mir wird schlecht. Ne, zu dir wollte ich nicht. Ich wollte meine Items upgraden. Zumindest den Eisenschild erstmal. Alles klar, das sind die Items, die ich für dich bessern kann. Ah, gut, 5 Rubine willst du also haben. Jawohl, geil, ne? Kein Problem. Okay. So machen wir das mal. Ich hoffe, ich kann auch den letzten Eisenschild sofort machen. Hoffen wir es einfach mal. Du hast den harten Eisenschild erhalten. Dieser robuste Schild hält mehr aus als dein Vorgänger. Was du nicht sagst, Spiel. So, können wir auch direkt den nächsten? You've got to be kidding me. Du bist doof. Ah, wir können eine Streuungsschleuder machen. Können wir verbessern wir direkt die Schleuder mal. Ja, kein Problem. Okay. Oh, da fehlt echt nur eine blaue Vogelfeder. Oh, nee. Wird damit auch rechnen können.
So, du hast die Streusteuer erhalten. Halte A gedrückt, mit einem Schuss im großen Bereich scharf zu denken. So, nichts mehr. Oh, vielen Dank. Ah. Was haben wir? Leider. Nur den starken Eisenschild. Und nicht den. Nee, ich glaube, das war der harte Eisenschild jetzt, oder? Yay, yeah, Calibration for the win. Ich möchte anmerken, ich halte die Fernbedienung gerade. Egal. Ich würde euch sagen, das war's jetzt schon wieder mit Zelda Skyward Sword. Obwohl, wartet. Wartet. Wisst ihr, was ich mache? Ich will jetzt auch meine Aufnahme zwischen beenden und schulde dann einfach offscreen eine blaue Feder. Aber dafür brauchen wir natürlich noch ein spezielles Item. Und wo kriegen wir dieses Item? Keiner. Zack. Lass dein Seil, deine Schnur herunter. Da wird der Party wieder halt wieder ein bisschen länger. Zack. Ich meine, mich stört es nicht. Da ist auch schon das Item. Und wen haben wir hier? It's Terry. Oh, es ist selten, dass jemand den anstrengenden Weg hierher findet. Das ist mein Laden. Hier gibt es alles, was dein Herz begehrt. Zieh dich nur in Ruhe um. Es wäre nett, wenn du nicht nur gucken, sondern auch etwas kaufen würdest. Ja, das Problem ist, wenn wir nur nichts kaufen. Warum hat er das jetzt nicht getan? Terry, verarschst du mich? Moment, ich gucke mich einmal kurz um. Ich meine, wir müssen ja auch den Preis von dem Catcher wissen. Wie kostet der denn? Also für dieses Schmetterlingnetz, damit kannst du Insekten einfangen, das macht Spaß und so, 50 Rubine. Nein, danke. Oh, bitte warte einen Moment. Du bist ganz schön schwer, wegen dir muss ich wie ein Irrer in die Pedale treten. Und jetzt wirst du gehen, ohne etwas zu kaufen. Partner, los, sieh zu, dass du wegkommst, jetzt. Arschlach. Das passiert dann nämlich. Aber jetzt kaufen wir uns noch den Catcher, Leute. Ich meine, wir wollen ja nicht ein Arsch sein zu Terry. Terry, wo bist du? Zack. Das können wir mit der Streusteuer machen. Ziemlich praktisch, muss man dazu sagen. Ziemlich praktisch. So. Sorry. Was, du bist schon wieder da? Verpiss dich. Oh. Ach, der Terry. Ich nehme es. Swung. Thank you. Ob ich das auch sofort verbessern kann? Let's find out. Den Rest kaufen wir später. Wow, ich überziehe diesen Part schon 3 Minuten. Und das nur, weil ich euch das zeigen wollte. Hui. So, mal gucken, ob wir das Schmetterlingsnetz sofort verbessern können. Das wäre nämlich auch sehr aus. Aber ich glaube, wir brauchen auch da eine blaue Feder oder so. Meine ich mich zu erinnern. Hey, willkommen, bla 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 bla. Items verbessern. Geil. Ha. Ja, oh, ich habe nicht genug Rubine, okay. Okay. Wir gucken mir das mal. Ja, Leute, aber ich würde sagen, das war's mal wieder mit Zelda Skyward Sword. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.